So, wir fahren jetzt aufs ganze Konzert nach Mönchengladbach. Wir müssen natürlich noch jetzt 2 Tage fahren, aber wir haben genug Proviant mit, bestehend aus einer Wasserflasche. Excel, ne? Und so, ne? Und die Schlampen, ne? Und die Schlampen. Audi Partner, da ist das 39 Euro Hotel. Ich habe für 2,79 Euro den teuersten Cappuccino meines Lebens getrunken und musste darauf auch noch ungefähr 17 Stunden warten. Tja. Weil ich vorhin dann da mal 100 Stunden mit dem Spiel und dann habe ich noch keine Lust, die auch zu hören. Servus. Achso, ich komme ja neu dazu. Ist auch an und läuft? Ist an, läuft, okay. Alles klar. Do you like the old Guns N' Roses more than the new one? I like them both. Back when I was in Iran, I used to go to the countries close to Iran because the Guns N' Roses is forbidden in Iran. It is forbidden? Yes, it is forbidden. Because why? Because they say that it's their devil worshippers. Whoa, so, wow, that's not it. That's so I used to go to Turkey to see them and also to in Dubai. I just really like their music. I like this their style and their energy they are given. And right. So yeah, and I watched some videos with their previous concerts and it's really amazing. It's powerful and energetic, yes? Yeah. And still up to this date. just a feeling like we are all one big family or friends, and it's really... Das ist extra trocken. Magst du das neue Album, gell? Ja. Echt, jetzt soll ich mal Freispruch früher, aber ist eine coole Sache auf jeden Fall. Muss ich erst reinhören. Ja, ich finde es geil. Wunderbar. Wenn man hier so durchgeht und die Leute fragt, das ist echt so 50-50. Viele mögen es, viele hassen es. Ja, stimmt, auf meinen Freundeskreis, also viele kenne ich ja mit nicht anfreunden. Andere persönlich gefällt es sehr gut. Also übrigens auch, ich denke, ich finde es so. Klar, es ist was anderes, aber ich finde es echt gut. Viele sagen auch, man braucht einfach nur ein bisschen mehr Zeit, um das reinzuhören und das genau zu verstehen, was es ist. Genau so war es bei mir. Aber nach dem dritten Mal reinhören. Ja. Man muss sich halt davon freuen, dass es ist halt nicht mehr die alte Band, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Halt. Das ist cool. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, den Namen der Band zu ändern, aber damit die Leute das leichter annehmen. Nee, wollte ich nicht sagen. Also nicht? Bin ich anderer Meinung. Dann wäre die Schlange hier viel kürzer wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Einzel!
Super! Nein, jetzt mal ernsthaft. Also, ich war, Dave, ich bin der Interviewer. Oder also, du interviewst, du musst Fragen stellen. Ja, ich weiß, so, und wo war Axel? Axel, also der war, ich weiß nicht, ob das an unserem, an unserer Location lag oder ob er generell zu leise war. Auf jeden Fall war er mir zu leise. Es war dasselbe Mikro, was er 2006 bei Rock in Rio verwendet hat. Das Mikro war einfach viel zu leise eingestellt. Das Gitarristen sind wirklich einsame Klasse, oder? Ja. Wirklich, ja. Und da haben sie auch viel von den alten Videos gespielt? Du warst dabei, du weißt das. Das Wetter, genial. Was war bei November Rain? Da hat es angefangen zu tröppeln ganz bisschen und dann ein Lied weiter hat es angefangen zu regnen. Legend. Ja. Und ich fand es schade, dass dann gegen Ende, dass er dann Madagaskar nicht noch gespielt hat. Ja, Madagaskar hat wirklich gefehlt. So ein kleiner Abschluss am Ende. Mir hat nur Madagaskar gefehlt von den ganzen Setlist, was gespielt wurde. Aber sonst einfach genial. Das war fast 2,5 Stunden, oder? Denke ich schon. 2,5 Stunden. Das war auf jeden Fall. Ich konnte schon gar nicht mehr stehen und meine Beine bringen mich jetzt gerade. Und was schätzt du, wie viele Leute waren da? 20. 20 Leute? Ja, so zwischen 20 und 4000. Irgendwie sowas. Inklusive uns? Da waren es 22. Nee, ohne uns. Ja, gut, stimmt. 23 Leute. Mit uns vielleicht. Mindestens. 5000. Mindestens 23. Nee, wie viel passen noch rein? Nicht so viele. Es waren eigentlich klein. Aber da. Ja, also ich würde mal sagen, es waren doch schon. Das kommt einem nur so wenig vor. Das waren doch schon. 10.000, 15.000 waren das. Noch eine Schlägerei mitbekommen. So halb. Natürlich wegen dem emotionalsten Lied der ganzen Setlist. Während des I Love haben die angefangen, sich zu prügeln. Ja, stimmt. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Ja, haben die Emotionen übergekocht, haben an Mutti gedacht. Ja, war cool. Erstes Mal Guns N' Roses. War geil. Ja genau, du bist ja AC/DC-Fan. Ja, ich bin ja hier der von einem anderen Ufer, ne? Deswegen ist es umso interessanter, deine Meinung zu wissen. Und Axl Rose auch aus der nächsten Nähe, ne? Wollte man auch mal so hören, weil viele ja sagen, dass er auch nicht mehr so gut singen kann und so. Aber ich finde, also wenn einer singen kann, dann ist es Axl Rose. War genial, richtig geil. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Echt gut. Pink Floyd zwischendurch noch. Ganz Rose, ich mache auf dein T-Shirt, das ist ein Alt. Was soll ich sagen?